Herzlich willkommen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiezukunft sind und uns hier erklären, wie sie die Energiezukunft aktiv mitgestalten. Ganz besonders freut es mich, heute hier begrüßen zu dürfen Judith Grass. Sie ist nämlich Geschäftsführerin von Golm Silvretta Lühner Seetourismus. Hallo Judith. Grüß dich, Isabella, und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du hast erzählt, du bist Tourismusmensch durch und durch. Warum? Ich bin ein Kind der Berge. Immer schon von klein auf ganz viel draußen in den Bergen mit Papa. Und darum kam das irgendwie früher oder später. Ich war dann auch im Skiinternat im Mund davon und habe dann so meinen Weg eingeschlagen Richtung Tourismus schon ganz früh. Ich habe die höhere Lehranstalt für Tourismus besucht in Bludenz und dann den Weg weiter in diese Richtung mit dem Master und dem Bachelor davor noch auch zu Tourismusmanagement. Und dann gleich in Vorarlberg berufstätig geworden? Ja, dann relativ schnell. Also ich war während meiner Zeit in der Schule, also in der höheren Lehranstalt für Tourismus und im Bachelor und im Master noch viel im Ausland. Ich habe verschiedene Auslandspraktika und Auslandssemester gemacht. Ich war unter anderem zweimal in Neuseeland, das erste Mal schon mit 16 und dann später auch nochmal zum Arbeiten. Ich war in Südafrika längere Zeit und bin auch rumgereist. Und ich war auch einige Zeit in Russland, in Sibirien und habe da mein Russisch verbessert. Okay. Ja, und habe so immer wieder dann auch Erfahrungen mit zu uns gebracht, nach Vorarlberg oder in Tirol, wo ich studiert habe. Und bin dann nach dem Studium in Tourismus eingestiegen. Okay, warum konnten dich Kontinente wie Neuseeland oder Afrika nicht halten? Ja, es war immer wieder schön. Es ist mir auch immer wieder sehr schwer gefallen, nach Hause zu kommen. Mhm. Wenn man mal längere Zeit im Ausland ist, dann ja, sieht man auch, dass es auch schöne Orte gibt, aber schlussendlich hat es mich immer wieder nach Hause, in die Berge, zu meinen Eltern, zur Familie gezogen und habe es bis jetzt nie bereut, wieder nach Hause gekommen zu sein. Zu unserem Vorteil, muss man sagen. Du bist ja Geschäftsführerin von Golm Silvretta Lühner Seetourismus, also das vierte Geschäftsfeld der Illwerke VKW. Aber warum hat die Illwerke VKW eigentlich ein Geschäftsfeld Tourismus? Ich würde sagen, sonst fehlt das Beste. Nein, das Ganze ist aus dem Kraftwerksbau entstanden früher. Also man hat einfach noch nicht erschlossene Gebiete erschlossen aufgrund des Kraftwerksbau. Und es ist dann in späterer Folge der Öffentlichkeit, also dem Tourismus, zugetragen worden. Und daher betreuen wir diese Gebiete, der Golm, Silvretta und der Lühner See. Was gefällt dir an deinem Job am besten? Die Abwechslung, dass man eigentlich jeden Morgen nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt. Es ändert sich ganz schnell im Tourismus, vor allem aktuell. Aber mir gefällt auch die Arbeit mit den Menschen, dass wir eigentlich die schönste Zeit im Jahr, den Urlaub für unsere Gäste, egal woher die kommen, ob das jetzt von Danzig ist oder Köln, zur schönsten Zeit in ihrem Leben oder in ihrem Jahr machen dürfen. Und für mich auch diese Verbindung meiner persönlichen Leidenschaft, also der Natur, der Berge, dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit meinem Job, Beruf. Mhm. So fühlt es sich für mich gar nicht an wie Arbeiten, sondern eigentlich kann ich jeden Tag das machen, auf das ich Lust habe. Stichwort Nachhaltigkeit, ihr seid ja auch ganz besonders innovativ unterwegs. Ja, genau. Also schon sehr lange ist das Thema Nachhaltigkeit für uns ein unglaublich wichtiges Thema. Also es zieht sich schon Jahre, Jahrzehnte zurück. Und wir waren 2017, 18 auch die erste Bergbahn, die sich klimaneutral gestellt hat. Also wir haben alle unsere CO2-Ausstöße berechnet und haben die dann, das, was wir bis dahin noch nicht verringern konnten, kompensiert und sind so klimaneutral seit 2017, 18. Wir haben uns damals auch das Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 30% von unserem CO2-Ausstoß verringern möchten. Dieses Ziel haben wir bereits letztes Jahr geschafft, sehr erfreulich. Wir haben uns ein neues Ziel gesetzt. Wir möchten 62% von unserem CO2-Ausstoß bis 2030 reduzieren. Ich bin überzeugt, dass wir auch das früher schaffen werden, denn wir arbeiten mit Vollgas daran, dass wir alles, was uns möglich ist, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, auch machen können. Und wie geht ihr dabei im Unternehmen vor? Also wir sehen das bei uns auf drei Ebenen, wie wir das dann umsetzen. Also ist das auf Unternehmensebene, auf Mitarbeiterebene und auf Gästeebene. Mhm. Also auf Unternehmerebene schauen wir uns ganz genau an, was können wir machen. Wir setzen uns Ziele auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene. Die schauen wir uns jährlich an, ob wir diese Ziele auch erreichen oder was wir daran ändern können. In Bezug auf Mitarbeiter, wir machen ganz viele Schulungen, Workshops, Informationsveranstaltungen, wo wir auch darauf hinweisen und Bewusstsein bilden, dass jeder Einzelne was machen kann und genauso auch unsere Gäste. Ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist einfach,
mit dem Finger vielleicht auf Unternehmen oder auf andere zu zeigen, aber eigentlich kann jeder Einzelne, egal ob Unternehmer, Mitarbeiter oder auch Gast oder Kunde, sehr viel daran ändern, um den CO2-Ausstoß im Allgemeinen zu verringern oder zu ändern. Wie reagieren die Gäste darauf? Ganz unterschiedlich. Also wir merken hier einen großen Unterschied auch beim Alter oder auch beim Geschlecht. Aber auf jeden Fall positiv. Vor allem auch bei den Jungen kommt es sehr gut an. Wir spüren da auch eine verstärkte Nachfrage nach alternativen Anreisemitteln. Also wie kann man mit Öffis anreisen oder auch vegane Speisen, zum Beispiel im Restaurant, werden immer stärker nachgefragt. Und so haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, dass in unseren eigenen Gastronomiebetrieben mindestens 25% der Speisen vegan oder vegetarisch sind, um einfach auch dem Gast hier eine Alternative bieten zu können, wenn er daran Interesse hat. Wir haben uns auch ganz klar die CO2-Ausstöße vom kompletten Skitag angeschaut, also von der Anreise bis zum Skifahren und dem Restaurant. Und daran konnte man ganz gut erkennen, dass der CO2-Ausstoß bei der Anreise der mit Abstand größte, die größten Auswirkungen hat. Okay, daran arbeiten wir ganz, ganz effektiv, zum Schauen, wie schaffen wir es, dass unsere Gäste noch nachhaltiger anreisen. Vor Ort haben wir bereits alles getan, was möglich ist, oder arbeiten stetig daran, uns zu verbessern. Wo können wir noch mehr CO2 reduzieren? Wie gesagt, wir bieten auch im Restaurant unterschiedliche Speisen an, um auch hier dem Gast aufzuzeigen, dass der CO2-Ausstoß auch bei der Mittagsspeisenauswahl einen großen Unterschied macht, und setzen jetzt aber auch daran, zu schauen, wie der Gast noch nachhaltiger ins Skigebiet anreisen kann. Zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Carsharing, also alles, was in diesem Bereich reinspielt, um das auch reduzieren zu können. Welche Maßnahmen setzt ihr denn da für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Nachhaltigkeit wird von uns auf allen drei Ebenen bespielt, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und gerade beim Sozialen setzen wir sehr viel Fokus auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wir sehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als unser höchstes Gut. Und eigentlich auch als unsere ersten Gäste. Darum ist es uns so unglaublich wichtig, hier auch ein Statement zu setzen und nach vorne zu gehen. Also wir haben uns als Ziel gesagt, dass wir einer der attraktivsten Arbeitgeber im Land werden möchten und möchten das ganz konsequent umsetzen. So haben wir gerade erst im Frühjahr den Versuch der 4-Tage-Woche gestartet. So haben die Mitarbeiter am Golm, also einige davon, bereits seit dem Frühjahr eine 4-Tage-Woche, und das Feedback bisher ist unglaublich gut. Wie wollt ihr denn gerade den Tourismusbereich für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen attraktiver machen? Wir wollen ganz stark auf Ganzjahresverträge setzen. Also wir haben da jetzt auch einige Testläufe und probieren das effektiv und effizient zum Umsetzen, dass wir unsere Mitarbeiter auch im Tourismus, wir oft Saisonsbetriebe sind, hier Ganzjahresverträge anbieten zu können. Die 4-Tage-Woche ist eines dieser Beispiele, wo wir noch mehr Attraktivität in unsere Branche bringen wollen, aber natürlich auch ganz stark der Austausch mit Mitarbeitern. Wir haben diverse Workshops, wo wir immer wieder auch mit den Mitarbeitern im Austausch sind und fragen, wo können wir noch daran arbeiten. Wir haben private Pensionsvorsorge. Also es sind ganz viele so kleine Themen, die wir hier probieren umzusetzen und in der Branche einen Schritt vorauszugehen. Du bist ja jetzt die Geschäftsführung von dem Ganzen. War das bisher dein größtes Highlight, die Geschäftsleitung dazu übernehmen? Ja, das war sicher ein sehr, sehr großes Highlight, aber es gibt ganz viele kleine Highlights. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück an die Eröffnung vom Waldrutschenpark, dem größten Waldrutschenpark Europas, wo wir von Anfang an bis zum Schluss mitgewirkt haben, von der Ideenfindung, in der Umsetzung bis dann hin zur Eröffnung. Also der Waldrutschenpark war eines der nachhaltigsten Projekte bisher, die wir hatten. Wir haben das auf einer bestehenden Trasse umgesetzt mit Edelstahlröhren. Also komplett nachhaltig und ohne große Eingriffe in der Natur. Darum macht es so viel Spaß. Und ganz aktuell, ein letztes großes Highlight für mich war das Mitarbeitertreffen vor ein paar Wochen. Nach über 2,5 Jahren das erste Mal wieder alle Mitarbeiter persönlich zu treffen, zu begrüßen und zu sprechen, war unglaublich schön. Stichwort Waldrutschenpark, da haben natürlich die Erwachsenen ihren Spaß, aber ganz besonders die Kinder. Und wenn ich da auf deinen mitgebrachten Gegenstand schaue, dann ist das auch was für Kinder. Ja, genau, ich habe Golmi und Golmine mitgebracht, unsere zwei Maskottchen am Erlebnisberg Golm, die uns immer wieder begleiten. Die sind auch bei uns im Büro an den Tischen vorhanden, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, für wen wir das Ganze machen, und dass Golmi und Golmine eine ganz wichtige Rolle für uns spielen. Ein besonderes Highlight, wenn die Kinder das mit nach Hause nehmen dürfen, oder? Genau, mit nach Hause. Oder wir haben ja auch eine Golmi-Gondel, wir haben Golmi-Geschichten. Also der Golmi ist bei den Kindern ein ganz großer Held. Wenn man sich jetzt bei euch bewerben möchte, was erwartet einen?
eine persönliche Atmosphäre in der schönsten Landschaft, die es gibt. Und natürlich eine kleine Familie, also wir sehen uns so als kleine Arbeitsfamilie, als Familie auf Zeit, die sich gegenseitig unterstützt. Die 4-Tage-Woche, Ganzjahresverträge, wo möglich ist auch Homeoffice, ganz individuelle Teilzeitmöglichkeiten, auch zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf. Da durften wir auch erst vor kurzem den Staatspreis für Familie und Beruf für Mittelunternehmen in Wien in Empfang nehmen. Also es gibt ganz viel, ganz individuelle Möglichkeiten, um den Arbeitsplatz bei uns in der Natur genießen zu können. Liebe Judith, also man spürt, du lebst wirklich für diesen Beruf. Dir gefällt es, da tagtäglich zur Arbeit zu gehen. Noch abschließend an dich die Frage, was bedeutet für dich Energiezukunft? Energiezukunft bedeutet für mich der nachhaltige Umgang mit unseren Ressourcen, egal ob das unsere Umwelt, unsere wunderschöne Natur ist, aber auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich sage vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio, Judith. Danke.